So, hallo Lyle, herzlich willkommen hier zu Age of Empire 4. Mit dabei ist der liebe Enning. Ja. Durch den ich eigentlich zu Age of Empire gekommen bin. Und jetzt schauen wir mal, wie es läuft, das Game. Okay, das muss ich mir dann einfach nochmal anschauen. Was musst du noch anschauen? Das ist ein Stream, ich habe das jetzt gar nicht eingestellt für den PC. So, hört man mich hier überhaupt? Oder uns? Kann ich da nicht sagen. So, wir spielen gegen Heiliges Römisches Reich, gegen Russ. Wir spielen gegen Computer übrigens. Mittel habe ich mal gedacht. So, für dich zum Auf. Habe ich gesehen, danke, ja. Ah, das heißt, jetzt kannst du gar nicht streamen oder was? Mann, irgendwie. Das ist umgestellt irgendwann einmal, wenn ich mich da gespielt habe. Und vergessen. Oh shit. Ja, macht ja nichts. Fliederer! So, schauen wir mal, ob wir noch nichts verlernt haben. Yes, sir! Yaru. Workende. Workende. Was denn? Na, ich hab einen kleinen Fehler gemacht. Die Mühle stelle ich auch hin bei den Bärensträucher, gell? Aber ich würde zuerst wirklich nur Schafe gehen. Okay. Was jetzt zum Beispiel wichtig ist, siehst du, du hast da Schafe zwar. Und Schafe ist die schnellste Nahrungsmöglichkeit am Anfang. Mhm. Was du halt, sag ich jetzt mal, lernen sollst, das ist das, was ich gemeint habe mit 100 mal beginnen, dass du dann einen perfekten Start einfach mal hast, weißt du? Dass du weißt, du schickst 4 auf Holz, 5 auf Schafe, 2 auf Gold, was auch immer. Früher war das zum Beispiel Age of Empires 2, deswegen war das dann eigentlich ziemlich ausgeglichen eigentlich bis zu einem gewissen Punkt.
Weil egal welches Volk du gespielt hast, es war immer gleich. Mhm. Immer gleich. Du hast 4 auf Nahrung, 2 auf Holz, 2 auf Gold, 2 auf Nahrung, 1 Haus. Immer das Gleiche. Und das wollten sie jetzt eben mit diesen, dass jede Nation eine, quasi eine Fähigkeit hat, ändern. Und so ist es jetzt wirklich. Also ich habe jetzt mit diesen Deutschen schon 3 Runden gespielt. Und ich habe da einen zum Beispiel, den mache ich gleich am Anfang. Das ist sozusagen der Mönch. Der... Entschuldigung, aber wie kann ich, dass die Schafe nicht mehr folgen? Du klickst aufs Dorfzentrum mit dem Speer. Ah, danke. Ich habe jetzt so einen Mönch quasi, der tut die Dorfbewohner inspirieren und dann sammeln sie um 40% schneller Rohstoffe. Ah, okay. Und 40% ist halt heftig. 30 Sekunden lang. Das heißt, wenn er da gleich 10 inspiriert, sind das 400% Steigerung. Okay, da muss ich wirklich gleich lernen, dass ich mal für mich einen Ablauf mache. Genau, das ist das Wichtigste. Was sonst scheiterst du ja am Anfang schon, wenn du schon am Anfang hinterher bist. Ja. Das müssen dann quasi automatische Züge werden, die du dann halt immer verbessern kannst, wenn du merkst, okay, vielleicht sollte ich einen doch auf den schicken oder auf das, aber ich kann in meinen ersten Bild zeigen. Dann einen Gegner krall ich mir dann. Ja, dann schenke ich dir. Und zum Beispiel habe ich schon 12 Schafe. Das ist top. Aber das ist schon mehr als ich dachte, aber. Ich habe, glaube ich, insgesamt 8 jetzt zusammengetrieben. Mein Bild ist halt jetzt zum Beispiel so aufgebaut, wenn der in die Hose geht, verliere ich das Spiel. Mhm. Wenn ich den Gegner nicht genug Schaden mache mit meinem ersten Dings, habe ich verloren. Okay, das heißt auf volles Risiko. Genau, das ist mal All-In. Fleisch kann ich auch in die Mühle reingeben, gell? Das ist alles, was Nahrung betrifft. Soll ich dir nebenbei Tipps sagen, oder? Ja, gerne. Du hast keinen auf Gold. Stimmt, das habe ich noch nicht gemacht. Und für das erste Zeitalter brauchst du 200 Gold. Okay, das war jetzt ein riesiger Fail. Yeah.
Manchmal, du hast zu viele Mühlen. Du hast da, weißt du, du machst Schafe, du machst Bären und du machst Tiere. Fokussiere dich auf eins, ja? Wenn du siehst zum Beispiel Schafe gehen aus, dann geh auf die Bären zum Beispiel oder dann auf die Jagd. Okay, dann erst. Die Jagd da ist halt generell, sag ich mal, schlecht, weil wenn der Feind kommt, der kommt von oben. Ja? Weil, das heißt, du bist da komplett offensiv und ohne Deckung. Mhm. Also und die Bären sind halt doch in der Nähe vom Dorfzentrum. Stimmt. So wie das Goldlager, hättest du eher rechts bauen sollen. Also schau immer, dass du eher alles zum Dorfzentrum baust. Okay, ich dachte mir nämlich, weil da Steine auch daneben sind, weißt du, dass ich es in der Mitte ist baue. Intelligent, aber ist halt am Anfang nicht gut. Ich baue so nah wie möglich, dass die Leute so wenig wie möglich gehen müssen. Okay. Das heißt wirklich ganz nah zur Goldmine ran. Ja. Dann, weil diese 50 Holz, was das kostet, ja, das solltest du easy haben dann, weißt du, und dann baust du einfach noch eine. Ja. Deswegen, und am Anfang ist halt, sag ich, Holz sehr sparsam, deswegen, du hast jetzt 3 Mühlen gebaut, sind schon 150 Holz. Mhm. Das ist schon so viel wie eine Kaserne. Ja. Sagst du, Durchschnitt ist so 8., 9. Minute solltest du Zeit 2 immer sein. Okay. Weil im Zeit 2 hast du halt schon Einheiten, mit denen du kämpfen kannst. Was fehlt da? 200 Gold. 200 Gold sind das, gell? Ich glaube 4 Nahrung, 200 Gold brauchst. Ja, Nahrung habe ich, Gold habe ich nicht. Das heißt, ich muss ehrlich mehr Hardcore fürs Gold ansetzen. Genau, das heißt, hast du schon einen, sag ich, einen Bildfehler. Mhm. Du hast zu viel Nahrung, aber zu wenig Gold. Ja. So wie ich habe jetzt auch, der mir eben das fördert, dieser Mönch, den habe ich jetzt zum Spät von Holz auf Nahrung gezogen. Mhm. Jetzt habe ich einen kleinen Nahrungsfehler, was aber nichts bringt, weil wenn du schaust, da, ich habe schon 20 Einheiten. Ja. Ich freue mich schon drüber. Aber diesen Bild habe ich so schnell hingebracht, so schnell war ich noch nie, glaube ich, mit einem. Oh, die Kaserne hat anscheinend auch. Okay, Kaserne kostet Gold anscheinend. Also jedes Volk hat was anderes, weißt du? Deswegen, du musst dir sowieso erst das Volk ansehen. Ja, nicht so viel. Da musst du erstmal schauen, genau, welche Einheiten. Mein Engländer weiß ich jetzt gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber so ansehen meinst du jetzt im Internet ansehen, was sie so haben? Na so, generell durchlesen. Was ihre Boni sind. Was hast du jetzt? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, du weißt gar nicht, was die Engländer jetzt so... Nein, Bonis haben. Genau. Das heißt, du kannst diese Bonis gar nicht nutzen momentan. Hm. Weil du es nicht weißt. Ja. Okay, das heißt, das kann man sich echt alles durchlesen, bevor man das Spiel startet. Yeah, yeah. Dann kannst du es jetzt auch noch durchlesen, aber... Das ist halt nicht so zielführend. Aber ja, man kann alles bevor. Blöde Frage, wo lese ich das durch da? Optionen. Nein, Technologiebäume. Und dann gehst du einfach auf deine. Okay. Und dann hast du links alles und dann hast du noch sogar eben jede Einheit, was die kann. Also jedes Gebäude, nicht Einheit. Mhm. Man, das kannst du dir auch durchlesen dann, so im Spiel. Wahrscheinlich jetzt gehe Engländer, was haben die jetzt da so grob?
Wälder kosten 50% weniger Holz zum Beispiel. Genau, die waren das noch mit dem Gold. Oder? Waren die das mit Gold? Ich weiß jetzt nicht. Warte kurz, ich muss nur kurz mal einen Angriff da machen. Okay, die sind auch Nahrungsproduktion gut. Durch die Felder. Was heißt eben zum Beispiel, weil du schon in der Nahrungsproduktion gut bist, dass du da weniger Leute jetzt, sag ich mal, ansetzen kannst. Mhm. Gut, aber das Fleisch wird ja dann schlecht, ne? Okay, die haben ja alle nichts mehr zum Haken. Schlecht. Was heißt schlecht? Ein Schaf, solange es nicht tot ist, verbraucht es nichts. Ja. Okay, ich konnte jetzt updaten. Ebenso wie dieser Mönch, den ich da hab, machst du da 40%. Das heißt, es ist so, als würden jetzt zwei quasi einer setzen. Mhm. Das heißt, ich könnte eigentlich die Hälfte weniger und mache aber dasselbe an Ressourcen. So ein Spiel ran. Aber so wie du den Mönch habe ich, glaube ich, gar nicht. Mann, das ist ja meine Einheit. Das ist ja meine Spezialdings. Ja, ja, schon. Also ich dachte vielleicht, dass jeder irgendeine Spezialeinheit hat. Ja, jeder hat irgendwas Spezielles. Bei denen sind es halt die Langbogenschützen. Achso, das muss nicht... Spezial, aber okay. Es ist ja nicht nur das Spezial. Das ist halt ein fetter Bonus, sage ich, den man... Mein Dings quasi hat. Die Basis. So, gleich bin ich im zweiten Zeitalter, wahrscheinlich zu spät, aber... Ja, sehr, sehr spät. Aber wie gesagt, kein Stress. Erste Partie. Du hast quasi jetzt noch nichts zum Verteidigen auf. Und das ist halt wirklich viel immer untätige Dorfbewohner. Das hat zum Beispiel keine Aufsicht damit. Du hast jetzt nur einen auf Holz, aber gar keinen auf Nahrung. Weißt du? Jetzt hast du 15 auf Gold. Ich hab hier auf Nahrung. Ja, an. Zwei, okay. Aber hast du die Relation 15 auf Gold und 2 auf Nahrung? Das hab ich wieder zu sehr übertrieben. Puka Strelboren. Yes, sir. So, Langbogen kommen schon. Sind an zwei Dorfbewohner gestorben. Ja. Und was du jetzt auch machst, du rennst mit deinen nicht zum Dorfzentrum, sondern weg vom Dorfzentrum. Stimmt. Ah, wenn du Bogenschütze hast, ideal, da kannst du die Distanz die Leute kennen lassen.
Aquila! Ich muss da noch mal ran. Ich muss den anderen ausschalten. Was musst du? Ich muss den anderen komplett ausschalten. Wen meinst du ausschalten? Ja, den einen Computer. Aber oh, Steve, du spielst dann langsamer. Ich kann jetzt nicht dann zwar dagegen stemmen. Ich muss schauen, dass ich einen wirklich komplett schwäche. Weil eben meine Taktik ist, jetzt nochmal so, wie ich es jetzt gespielt habe, für den Anfang, aber dann ist das jetzt aber nichts noch. Was befehlen Sie? Ah, jetzt da. Timbran. Are you worker? Pay it in the flesh, eh? Yes, sir. Where's the holler? What, sir, Feifei? Each timbre fails. What surfe say? Each brew key that. That shule beo timbran. Cheerless, yeah, in the after, lass. Puntiende, goat. Cheerla, cometh on our chair, lass. Yes, sir. West to ham your worker. Puntiende, day. Yes, sir. West to hala. Puntiende, goat. Strelbor and Yerwa. Gat, Strelbor. Yaru to work. Each a willow, hue a wudu. Each a worker. Each timbre fails. That.
on your work, huh? On your work, huh? Aber das war zum Beispiel sehr schnell, sehr gut, weißt du? Du bist ja gleich vor der Allzeit, das hat so lange gedauert und bist gleich wieder Zeit. Auch super. Jetzt brauche ich wieder Nahrung, jede Menge. Vielleicht war es halt nicht so gut, ja? Weil du hast meine Armee gesehen. Das hättest du nie abgewehrt. Also, weil du jetzt zu schnell unbedingt ins nächste Zeitalter wolltest, aber noch immer nicht auf Anhalten gegangen bist. Und ich jetzt auch die Ressourcen dafür nicht hab, so schnell noch. Genau. Gut, Gold haben wir mal nach, fehlt jetzt wieder. Yare to done some worker. It kill happy that he build in a knob. See they to worker. You'll then they that rate a new parita. What needeth worker? What needeth beyond done? Gathering made the sweat. Yippa baby Hestas. He had a Hestas. You're ready to dance a bit and I swear it. Tell thing to do. Theos Larges must be gathering. Heart is very man. He ready. Yay, Severus. Is that an answer like defensive as folk? Bitte? Engländer sind sehr defensiv. Also schützen sie die Grenzen mit Dorfzentren. Angriffsgeschwindigkeit nach Einheiten verbessert. Dann Dorfbewohner kämpfen mit Bögen. Also Dorfzentren feuern doppelt so viele Pfeile. Das ist alles gut defensiv. Ja. Schnellere Sammelrate. Waffenknechte ist quasi in deiner dunklen Zeit, also noch in der ersten Zeit hast du schon quasi Einheiten. Stärkere Dorfbewohner mit der haben wir eh schon. Bietet nicht das Buben. Ja, Spitzhauer hat lang Bogenschuss. See they to work. Hey, every John, intended. You can flock a Mavapood. A curse of heaven for shit. See they to work. You can build it up for that. Arita, what needeth worker? Off to the Felders. Wait on getting headless. Ferret! Kersa Uer Iron. Swallow the head. See thing to work, eh? Hunting to say top. Spider-Man! A point to leave the foot first, Rekkes. Ferret! Spear is not grim. Spider-Man! Steer it, yow! Ist das dein Priester, der da umeinander läuft? Oben. That will I be your doom. Mann, ich hab zwei, ja. Also drei habe ich jetzt schon. Jetzt habe ich gerade Reliquien. Each in here.
Reliquien bringen mir 100 Gold pro Minute. Das ist nice. Sonst, wenn ich jetzt 3 habe, sind schon 300. Und wenn schon da ist, wichtig, lass sie kommen. Du kannst da unten dann keine Schaden lassen. Oben sterben jetzt dann nicht aufgewohnt beim Turm. Ich weiß, weil die nicht einkommt, weil der Turm voll ist und nicht einkommt. Kann man gleich zurückziehen zum Beispiel. Und dann musst du halt draufgehen. Also sterben die halt im Turm auch, weißt du? Der Turm hilft dir jetzt quasi, ja. Ja, da haben sie mich jetzt überrannt gehabt. Aber das ist unser Beispiel jetzt, weißt du? Mhm. Wenn ich jetzt nicht da bin, bin ich weg. Wieder an einem, zumindest ein Einbruch, weißt du? Ja. Man, das hätte das Dorfzentrum wahrscheinlich bewältigt. Aber es war wieder ein Einbruch wirtschaftlich. Man ist es eh geworden. Man, ihn hat es mehr geschaltet, aber nur weil ich dir geholfen habe. Aber ja. Hat er wieder. Jeder Dorfbewohner ist man jetzt im Late Game schon nicht mehr so, aber. What day did Beyond Dawn? You'll build it up for that. Antifotas, Ferreth. See fate's a worker. Ich spiele jetzt auch nur so, ja. Das ist eine Karte. Da gibt's nur ein paar Punkte. Weil du hast über eine Brücke. Sie können nur über die Brücke kommen. Mhm. Das heißt, du musst die Brücken zumauern. Tust du defensive Gebäude hinstellen, siehst du, dass sie kommen. Ja. Dann bist du nicht überrascht. Befehle mir. Building done. Heat look is good. Yeah, fame. All right, man. What needeth beyond done? Boa is the boon. Arita, what needeth worker? Build end day that Rita knew. Mm-hmm.
build in anon. Yes, they're ready, cross borders. See they to work. Over there, on me way. You then did that right to know. It's the ready cross and a fresher marker. Aim it low, cross away we got the crossbows. So Festus. The Shulu dude. Harken a Tharler. Cam go end day in at the building. Every chop and death. Yare to don some worker. Build ende that Rita new. Safe to Hestes. Flock Amara Fuda. Harken a Tharler. Aber wahrscheinlich wäre ich sogar fix überrannt worden. Ohne deine Hilfe. Er würde jetzt gleich nochmal attackieren. Was er würde ja dann, wenn ein Gegner sieht, du bist verletzt, schickt er. Zum Beispiel, warum? Hast du die Bogenschütze eigentlich so weit raus aus dem Dorf? Um zu schützen dort. Ja, aber warum dort unten? Da ist ja nichts. Die Nahrung und das alles, was ich abbaue. Da ist nichts. Da ist nichts, ja. Genau, und da sind aber alle deine Bogenschützen. Ja, das ist der Sammelpunkt. Ja, aber warum? Was ist, wenn er von da Gegner kommt, dann ist ein Dorfbewohner schon mal weg. 2-3 wahrscheinlich. Und bis deine Einheiten dort sind, weißt du, sind die auch schon bei den Türmen und so. Gut, ich geh mal da mit meinen Knechte. Mal schauen, was sie da haben. He'll have that he build in anon. Yara unto a marker. Crossbows Yara on the way tender. Shoulder at crossbows. Ferret. Crossbowed. Yahweh Shetan. Sua Theheta. Wahrzeichen der Ritterzeit. Ah, sind die Anhalten. Tendeth no, Tolkes.
Plan hat noch so? 45 mit Bauern insgesamt. Nein, welche einen hatten. Aber wie viel hast du? 45 mit Bauern? Aber noch Militär 28. Und Bauern? 17. Viel zu wenig. Also absolut viel zu wenig. Okay. 17 habe ich in der ersten Zeit. Was, wie viel ich jetzt habe? 80. Okay. Und deswegen kommst du auch nicht voran. Aber das zeige ich dir dann, wo du das siehst. Na gut, entweder du schickst alle jetzt rein, weil ich beende das, weil Dominik wird dann gleich kommen. Und dann kann ich dir noch ein bisschen was in den Statistiken zeigen. Ich gebe nochmal eine Order, ich will ja alle raus. Ich gebe dir meine Ramböcke, also meine Ramböcke machen die Gebäude, du konzentrierst dich auf die anderen. Kempis, lustet vor Hestes. Ich mache meinen Sammelpunkt bei die Ramböcke. Yeah, Anon Rita. Ich muss jetzt wieder alle rausholen. Crossbowers, dresseth weapons, I kill. Nur so auch Vergleich eben, dass man natürlich auch. Du hast sicher noch keine Schmiede und noch nicht weiterentwickelt deine Bogenschützen. Bogenschützen habe ich Armbrust und so schon gemacht. Aber weiterentwickelt? Teilweise ja. Okay. Aber jetzt zum Beispiel, dein Langbogenschütze, ja, hat 80. Ne? Leben. Ja. Meine Elite-Waffen hat 214. Also meiner macht 21 Schaden mit der Keule. Also da brauche ich dir nur 4 Schläge geben und du bist weg. Mhm. Und deiner macht 8 Schaden gegen Mann. Was? Ich nehme dir aus, wie viel du einen Pfeil treffen musst, dass meiner weg ist. Was? Das ist halt auch daneben bei diesen Entwicklungen. Darum musst du eben diese perfekte Mischung finden. Aber gut, geht schon. Ich fahr mal vor. Ich fahr mal vor. Ja, da durchs Tor. Wahrscheinlich schützt die Bogenschützen. Also die schützen mich jetzt nicht. Ich kann auf einem Berg lag an und meine Rampe werden abgeschossen. Das geht. Was bindest du?
auf jeden Fall noch mehr Dorfbewohner bauen nächste Runde. Ja. Viel, viel mehr. Das letzte Wahrzeichen nicht. Ah, jetzt hab's da. Im Discord meinst du, es laut da drin. Jetzt zum Beispiel hast du da die Übersicht und auf Zeitlinie an der Statistik gehst, ja? Ja, bin ich klar, klar hinten. Aber, siehst du, wie klar? Ich habe 34.000 Nahrung und das 9.000, weißt du? Hm. 4.000 Holz, ich habe 23.000, weißt du. Das liegt nicht daran, dass du es vielleicht schlecht gespielt hast mit dem Management, sondern weil du einfach nur mit 20 Dorfbewohnern kannst und nicht mehr abbauen. Ja. Und wie sind deine Runden bis jetzt? Meine? Ich habe noch keine einzige verloren. Mit Norbert oder was? Ja, mit Norbert habe ich jetzt nur die erste gespielt. Ja. Achso, ich glaube, Achso, Norbert ist auch erst gekommen, oder was? Ich bin auch erst um 8. Und kommen. Seid ihr gerade fertig? Ja. Ah, okay. So, in Discord soll man dich hochziehen. Zum Spiel? Oder? Ja. Ja. Was, Jan? Du bist im Spiel, danke. Muss ich jetzt echt das Tutorial spielen, oder kann ich das? Kannst du überspringen. Kannst du abbrechen. Auf die verlassen, oder? Ja. Okay. Ich glaube, wir müssen das Spiel einfach leiser schalten, weil das Spiel ist so laut, oder? Das habe ich aber schon. Zum Beispiel Alex höre ich gut. Ups. Audio. Stepper, das Spiel ist lauter. Steuerung. So, was sind jetzt so die Steuerungen? Die hast du schon umgestellt oder noch nicht? Na, umgestellt habe ich noch nichts. Ich versuche es mal so. So, ich bin mehr beschäftigt mit dem Volk. Rechtsklick auf den Namen. Hast du ihn nur eingestellt, okay. Noch Alex? Nein, ich habe alles so lassen. Okay, weil ich weiß halt noch nicht. Oh ja, warte mal. Oh ja, warte, irgendwas habe ich umgestellt. Einstellungen. Genau, bei Benutzeroberfläche habe ich Spieldauer an und angeheftete Spielinformationen. Das siehst du, in welchem Zeitalter die Leute sind. Ah, okay. Ich habe auch die DP-Leisten jetzt auf immer angeschalten. Ja, achso, die waren auch nicht an? Okay, das habe ich auch. Sorry. Kein Problem. Ich sehe dich nicht online, Bloody.
Im Discord auch nicht eigentlich. Was ist ein Discord? Aber wenn ich da rechtsklick mache, habe ich Profil, Erwähnung, Nachricht, Anruf. Weil wir noch keine Freunde sind, glaube ich. Und dann ich unter Benutzerlautstärke. Wie heißt du Alex? Dann mache ich mal eine Freundschaftsanfrage. I-Endings, glaube ich, oder? Nein, Metze I-Endings. Wie schreibt man das ganz genau mit Abstand und so weiter, sagen wir das bitte? Okay, großes M. Ja. Kleines E. Großes Z. Ja, kleines E. Ja. Abstand. Kleines I. Großes E. Jetzt alles klein, bis auf das G dann. Das wieder groß. Dann kleines Z und dann großes Z. Genau. So. Ich hab da nichts. Ich geh, jetzt, auf, ich genau. geh aufs Profil. Nein, gemeinsame Server, gemeinsame Freunde. Jetzt kannst du mich einladen, jetzt müsstest du mich online sehen, Alex. Ja. Warte mal. Weil wir sind ja nicht über Steam, ich bin ja über... Nein, ich habe ihn auch nicht über Steam, Norbert. Steam sehe ich ihn gar nicht, ich habe Freunde. So, jetzt habe ich deine Einladung angenommen, aber irgendwie funktioniert nichts. Ah, oh, jetzt da. Oh, da bist du dran. So, jetzt muss ich nur schauen, dass du mich dann Norbert... Namen, Norbert, rechtsklick und dann hast du Benutzerlautstärke. Wenn ich da rechtsklick gehe, habe ich... Profil anrufen, direkt Nachricht schließen, zum Server einladen, Freunde entfernen, blockieren oder stumm schalten. Auf oben in der Sprachdings, auf dem nicht links, oben im Gespräch. Es ist ja zu hoch, glaube ich, Alex. Das musst du mit Bildschirmübertragung machen. Du hast drei Symbole, drei Bilder. Jeder hat eine Farbe. Du drückst auf die Farbe von Dominik, rechtsklick. Ah, da benutze Lautstärke. Weil ich habe ich auch ganz oben, zum Beispiel sehe ich gerade. Auf 200? Ja, dich hatte ich nicht ganz oben. Ja, ich habe euch auf 200. Okay. Dich hatte ich nicht ganz oben. Jetzt habe ich dich auch ganz oben. Und Norbert, ich habe deine Freundschaftsanfrage geschickt, nimm die dann an, bitte. Dann siehst du mich nämlich auch online. So, beliebige Partie abschließen. Wieder gegen KI auf. So. Achso, ihr habt gegen KI gespielt, oder was? Wir haben jetzt nur KI gespielt. Du hast Multiplayer wahrscheinlich gespielt, oder? Ich habe eine Runde Multiplayer nur gespielt. Sonst habe ich auch gegen KI gespielt. Auf welcher Schwierigkeitsstufe hast du gespielt? Was war die höchste? KI? Ja. Sehr schwierig. Und das war noch machbar für dich, oder? Habe ich geschafft, ja. Okay. Ja, dann machen wir auf sehr schwierig. Wir können auf schwierig machen. Mit Norbert, den musst du ein bisschen mitziehen. Ich weiß. Deswegen, so, ich würde schwieriger machen. Frage ist, wo nehme ich die an? Bei Benachrichtigung. Ich bin so lost, wirklich. Kein Problem. Direktnachrichten? Habe ich die Leute. Direktnachrichten? Wo hast du Direktnachrichten? Das verstehe ich auch nicht, Bruder. Bist du dann, aber... Bist du im Spiel wieder? Achso, im Spiel. Na, wo sollst du sonst meine Freundschaftsanfrage annehmen, Norbert? Okay, ich dachte Discord, meinst du? Wir sind bereits Freunde im Discord. Sonst könnten wir nicht miteinander kommunizieren. Na, du warst so komisch ausgegraut. Okay, das war jetzt wirklich lost. Ja, dann stell ein, Alex. Ich will mir mal die Völker anschauen, die anderen, die drinnen sind. Ganz kurz. Ganz kurz, ja. Ah, stimmt, man kann ja Koop-Kampagne auch machen in dem Spiel. Ich glaub. Genau. Warum muss man ein Spiel suchen, wenn man gegen KI spielt? Keine Ahnung. Weil die auch, du kannst nicht auswählen, da dann welche Nationen sie haben. Das ist wie ein richtiges Spiel. Da werden quasi die Nationen zugelost. Genau. Ja, aber das braucht ja nicht so viel Zeit, oder? Das ist schon 20 Sekunden. Keine Ahnung. Das ist dumm. Geht irgendwie anders auch, aber das habe ich noch nicht. War mein Puls? Vielleicht ist das mein PC, weil der so schwach ist. Nein, das hat mit dem nichts zu tun. Karteneinstellungen. So, Franzosen gibt's. Schnellere Dorfbewohner und schwere Produktion. So, die Engländer, aber die Engländer sind gar nicht so OP, finde ich. Also, die spielt kaum jemand. Ich spiele momentan mit den Deutschen. Nein, Entschuldigung, Heiliges Römisches Reich. Ich wollte gerade sagen, die Deutschen gibt's ja gar nicht. Heiliges Römisches Reich, sorry. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Wie ihr nicht wartet. Es geht mit Zeit, Bloody.
Jetzt spiele ich die Engländer, ich wollte nicht die Engländer spielen. Gehen wir halt nochmal kurz aus. Nein, egal. Super Zuglust, alle Abbasiden. Ich muss mir das anschauen, wenn mein Spieler stellt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die ganzen Hotkeys umzugehen, ich muss mir das aufschauen. HS Dorfzentrum, Ballstrich ist untätiges Militär, Punkt ist untätiger Dorfbewohner. Ja gut, aber das ist urweit weg. Ich weiß, ich hab gesagt, das haben wir noch nicht gekümmert, ich hab mich jetzt nochmal... Da merkt man Norberts PC. Ja. Er hat mir auch 2 Fehlermeldungen ausgegeben beim Starten vom Spiel, wo ich meine, jetzt kann zu Spielabbrüchen kommen, aber dabei läuft's alles gut. Herr Sir? Yes, Sir? The... Waiter? Und Sie? Yeah. Gone, get... Yaru! Yeah! Astrende! Oh, das sind das hier yeah. Hallo? Yes, sir. Gante. Krass, ich bin auf einer Insel. Yes, sir. Oh, warst denn du das jetzt schon? Oder? Kothlich. Ja, ich glaub, kann eh sein, dass wir auf einer Insel sind. Weil wir haben Wasser, aber ich weiß nicht, ob das eine Insel ist. Okay, nein, das hat mich täuscht jetzt. Jeherende. Yeah. Also unter euch, also zu euch gibt es keine direkte Verbindung. Ja, wir sind Insel. Das habe ich auch alles erkundet. Na, no, Alter, ich bin erst auch eine Insel. Ah, Küstenfische. Das ist nice. Was machst du eigentlich am Anfang, Alex? Direkt auf Gold oder? Ich habe mir jetzt von meinen Dings Schafe und Holz einmal und dann Gold gleich. Aber ich habe so eine Spezialeinheit, der erhöht die Produktionsrate von Dorfbewohnern. Ah, okay. Aber auf Inseln muss ich halt jetzt anders spielen. Boah, ich baue. Und da gibt es nicht so viel Schaf. Nope, nicht so viel Schafe. Okay. So. Aber Fische hast du. Yes, sir. Echt? Nee, aber für Fische brauche ich wieder Boote. Boote kosten Holz. Gande. Alter, ich habe einfach schon meine ganze Insel erkundet. Ich auch. Und sie ist ziemlich klein. Yes, sir. Mhm. Die ist wirklich winziger. Das heißt, ich nehme an, es wird irgendwo noch eine Insel geben. Eine Hauptinsel oder so vielleicht noch. Gande. Astrende. Jo, Schafe gibt's da nicht viel. Ridende. Yeah. Muss mir auch anschauen, wie man... Muss mir auch anschauen, wie man... Ich bin einfach steppert für alles. Ich muss mir auch anschauen, wie man die hin und her laufen lässt, Einheiten patrouillieren lässt. Ja, das wäre hilfreich.
kannst, du brauchst keine Schiffe dafür. Du kannst den Hackler dorthin schicken. Ja, aber das sind wir wieder bei der Effizienz dabei. Ich müsste jedes Mal eine Mühle hinstellen, weil der rennt ja dann wieder ewig. So. Ja. Meinst du von den Fischen an der Küste, oder was? Ja. Ja, das ist wirklich nicht gescheit. Vor allem sind die auch ganz kleine Quellen, es gibt viel größere. Wenn es daneben ist, neben einer Mühle, sage ich, ja. So wie da habe ich jetzt schon eine Mühle wegen den Tieren und habe zwei Küstenfische, ist das was anderes. Mhm. Ja. Aber lagern die nicht auch im Hafen an? Ich weiß nicht. Boah, das weiß ich auch nicht. Überfragt. Wahrscheinlich auch irgendwo gibt es wahrscheinlich auch ein... Geben sie ab. Ein was? Sie geben ab. Wer gibt ab? Dorfbewohner im Hafen. Ah, okay. Irgendwo gibt es wahrscheinlich auch ein Handelsposten. Ich also. Am Meer halt, meine ich. Wo du mit Schiffen hinfasst. Fuck, ich hab vergessen Dorfbewohner zu machen die ganze Zeit. Ja, das ist lost. Wie viele Dorfbewohner hast du, Alex? 25. Okay, dann bin ich doch nicht so lost wie du. Oh, oder? Ich hab 28. Ja, aber ich habe eine Spezialeinheit, die ich zwischendurch ausbilde jetzt nochmal. Ja, und wem interessiert das? Ja, mich. Weil ich bin da nicht so schnell. Ich weiß gar nicht, können wir die Schiffe eigentlich auch als Handelsdings verwenden? Es gibt Handelsschiffe, ja. Nein, ich meine, können wir die Häfen als Handelsposten da... Ja, mit Handelsschiffen, ja. Ah, okay. Dann brauche ich nämlich nachher ein Handelsschiff, dass man dann einmal... Da kommen schon Fischerboote, die Kundschaften schon aus. Alex. Mhm. Das ist noch ein bisschen anders zu spielen, als ich sonst auf Land spiele. Okay, die haben aber scheinbar geändert, dass man nicht mehr den Dorfbewohner sieht. Der AFK rumsteht sozusagen. Man sieht so, dass man einen hat, aber man sieht nicht... Wenn man draufklickt auf dieses Icon, wird er nicht mehr automatisch... Oh ja, auf einen zeigt er hinter. Bei mir nicht. Okay. Krass. Dann habe ich wohl Pech.
you, Andy. Yes, sir. Which off the cigar? Eat your sandwich. Yes. Ah, kann schon sein, dass die schon... Die sind schon ziemlich aktiv, muss ich sagen, die Dudes. Der hat schon ein Transportschiff irgendwo unterwegs. Und du hast ein Fischerboot zu mir geschickt. Echt? Ja. Das ist Lost. Hilf dir gerne. Danke. Ich bilde mir ein, ich habe ein Handelsschiff. Ach so, weil ein Fischerboot noch davor ausgerüstet war, okay. Aber die kundschaften aus mit den Fischerbooten, die machen das urgescheit. Ja. Das stimmt. Yaru to work. Each timber theos. I'm your worker. Each a worker. A new worker. Through came that. You snuffed me. Was nervt Alter. Dich? Es ist das Kommende. Yeah, it's a winner. So, das ist frech. Was denn? Der hat ein Speer auf meine Insel geschickt. Ne, Jugschatz. Sehr intelligent, ich würde ihn töten. Das mache ich ja. Krass, er hat schon. Er hat schon. Er greift mich schon an auf. Silver? Nein. What here, sir? I'm your worker. That's Shule Veo Timbra. Ich bin eh schon drüben, auch mit ein paar Bogenschützen auf seiner Insel. Yes, sir. Ich fahr gleich mit. Scheinbar kann er mit dem Fischerboot attackieren. Alex. Ansan, weiß nicht, welche Nation. Ich hab nicht alle Nationen durchgelesen noch. Aber ich sag's dir, dass das geht.
Weiter. Yes, sir. West to Harla. Ich muss ehrlich sagen, der spielt aber nicht so schlecht, der Dude. Hast du Angriffsschiffe? Nein, gell? Ja, paar. Zwei. Wer ist gelb? Achso, da steht nur... Ja, zu spät. Du hättest meine Bogenschützen da unten verteidigen können. Ich war Kummer. Ja, wurscht. Hat er nicht für blau. Sorry. Ja, das ist immer... unterschiedliche Farben. Ja, das ist immer noch Trash in meinen Augen. Ah, das war ein Tor, okay, er greift mit Tors an. Ah, das sind diese Kanus halt mit Segel. Ja, genau. Ich werde den jetzt hoffentlich ziemlich viel schaden, kommt auf einmal, wie viel Einheiten er hat. So. Ich bin halt gerade noch etwas überfordert. Wieso schießen die Bogenschützen nicht, wenn ich sie am Schiff habe? Weil das nicht die Mechanik ist, Norbert. Was denn? Dass die Bogenschützen... Weil er sich fragt, warum die Bogenschützen nicht vom Schiff schießen. Du hast ein Transportschiff. Das ist ein Transportschiff, Norbert. Genau, das transportiert nur. Okay. Du brauchst Kriegsschiffe, wirklich, um zum Kämpfen. Dorfzentrum von dem Mann ist tot. Was sagst du? Dorfzentrum von dem Mann ist schon mal weg. Okay. Jetzt habe ich kurz nicht aufgehört. Warum tut sie nichts? What here, sir? Lass deine Leute aussteigen, sie wollen. Ja, ich weiß, ich bin halt noch nicht so schnell. Ich muss mich jetzt. Ah, die wollen das... Ah, du bist eh da drüben.
Was denn? Der den Berg fällt. Die wollen das Ding reparieren, wisst ihr? Ja, ich will nochmal das eine Wahrzeichen komplett zerstören. Und dann gehe ich auf den Burg. Das haltet viel aus, das Schaß, ne? Ich meine, logisch, das, der hat all seine Wahrzeichen da drin. Tot. Komplett, oder was? Ja. Krass. Stark. Wie baust du nochmal diese Dinge eigentlich? Rahmenböcke mit den Einheiten. Du musst es aber entwickeln in der Schmiede. Ah, okay. Ich bin halt noch überfordert, das ist halt meine erste Runde gerade. Ich schicke ein paar Verteidigungseinheiten mal zur Narbe drüber. Ich hab gesagt, ich stieg ein paar Verteidigungseinheiten zu Norbert. Ah, gekommen, Alter, was bin ich so los, Alter? Schick was zu dir rüber. Ich brauche keine Hilfe. Aber danke. Aber wenn du Hilfe brauchst, musst du es immer sagen, gell? Ja. Derweil kann ich schon drauf aus, wenn ich es aufhöre. Diese zum Dorfzentrum mit deinem Bogenschützen. Ich habe 41 unbedingte Dörfer. Ah, da sind die. Okay. Schaff's wahrscheinlich. Okay, sind immer noch zwei Pferde da. Nein, schaffe ich. Mich stört halt, dass ich meine Dorfbewohner werden halt nicht zentriert. Das frustriert mich etwas. Weil ich weiß halt nicht, wo die stehen. Ja, das verstehe ich. Aber wahrscheinlich anzeigen, dass man sieht, wie viel der Gegner noch Energie hat, oder? Den Lebensbalken von Gegner sehe ich nicht. Ja. Das kann man anzeigen lassen, ja. Okay. Obwohl ich opfer jetzt meine letzten Anhalten da, was dort schon waren. Strelbohrer! Sieh, Strelbohrer! What's her face, eh?
Ich bin halt, wie gesagt, etwas überfordert noch aktuell. Jetzt schon wieder geradet, Alter. There you were. Yes, sir. West to Hala. Each will be a stealth. Ich merke halt auch noch teilweise gar nicht, wann ich geradet werde. Ja. Ich komme halt überhaupt nicht zurecht auf den Inseln aktuell. Ja, wenn man so eingeschränkt ist. Nein, daran liegt's nicht, weil ich einfach keine Übersicht habe. Alex, ich bin weg. Weg? Ja, ich hab keine Wirtschaft mehr aktuell. Ich hab nicht gemerkt, dass die da oben geradet haben. Ich weiß halt auch noch nicht, was gut ist gegen welche Einheiten und so. Also, noch lebe ich. Ich werde mich auch sicher wieder aufbauen können. Ist nicht so. Am besten Sperrkämpfer oder so, die kommen halt die ganze Zeit mit. Ich habe jetzt nur meine Einheiten, meine Spezial. Okay. Ich baue einfach wieder letzte am laufenden Band Bogenschützen. Wie gesagt, mir fehlt halt auch, dass ich meine ganzen untätigen Dorfbewohner sehe. Also ich sehe, dass ich welche habe zum Beispiel, aber also, sie werden nicht angezeigt, wo sie sind. Die lasse ich bei dir. Hoffentlich lässt der Bug dann nach, weil so kannst du nicht spielen. Das ist kein Bug, wahrscheinlich muss man das einstellen. Jawohl, ich töte jetzt seine Einheiten, die ich noch sehe. Komm, 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 bevor sie auf der Insel sind. Oder. Bist du deppert, was hat denn der alles, oder? Stark, Alex. Auf leer. Ah, okay, ich schalte hier durch. Ja, hatten. Ja. Ich brauch echt mehr Holz. Generell muss ich vieles noch anders machen. Wie gesagt, ich wollte auch nicht einmal die Engländer spielen, die Drecksäcke. Sorry, dass ich diesen Stich lasse gerade. Ich werde jetzt umschwenken, ein bisschen. Mir fehlt Holz, oder kann ich? Ich brauche jetzt ein bisschen. Damit.
Jin schicken sie anscheinend Kriegsschiffe, wie es ausschaut. Ah ne, der fährt weiter. Die KI ist eh cool, muss ich sagen. Die fordert halt auch wirklich. Ich geh jetzt voll auf Holzproduktion. Und dann werde ich rüberfahren auf die Insel mit den Transportschiffen, mit ein paar Bauern und dann das Gold dort nehmen, was dort ist. Mein Dorf fällt gleich. Ich hab gesagt, du musst es rechtzeitig sagen, aber ja. Das ist gleich, bringt mir jetzt. Ich hab Anhalt noch mal irgendwie noch nichts machen. Warum sagst du nicht, dass du Hilfe brauchst? Ja, ich hab's überschätzt. Aber warum hast du doch gar keine Einheiten? Mit dir kommen halt gefühlt wirklich gar keine Leute. Die werden immer gleich alle weg. Geraubt. Was brauchst du? Bogenschützen? Bogenschützen brauchst du alle. Gegen Reiter kannst du Bogenschützen vergessen. Speerkämpfer. Irgendwas schießt auf dein Boot, Alex. Oder war das was anderes? Ich hab jetzt nicht geschaut, wenn ich ehrlich bin. Okay. Auf diesen zwei Porten da. Du kannst deine Einheit ruhig bei mir alle abziehen, jetzt sollte ich sie hinkriegen, Alex. Jetzt weiß ich, dass ich das ein bisschen anders gespielt habe. So, kommt ein Transportschiff da oben. What's that for thing? What's it in a bucket yesterday, Tima? And you work, sir? What's that for thing? Yeah, wait, we get full in the house. Ah, jetzt habe ich wieder nicht genügend Holz. Ah. Danke. Ist wie schnell das geht und erledigt. Mhm. Und jetzt hast du aber sicher wahrscheinlich 20 Minuten einfach nur verschissen, weil du denkst, du schaffst das. Es ja. Ist halt ein Teamspiel, aber wir müssen da zusammenspielen. Mhm, stimmt. Dominik hat ja auch gesagt, er braucht vielleicht Hilfe. Achso, bin ich rübergekommen. Mhm. Nu, ja last. Feras we gan. And you worke. Ik ga je worken day. Ik heb bloke dat. Yeah, we gaan da. Steran. Yes, eh? What surface heading on? Back here, Yerwa. On Steran. What surface, eh? Yes, sir. West to Hala. Gadriende Wudu. Ja, aber auf der mittleren Insel haben die einen Haufen Schiff, sehe ich gerade, Alex. Ich kauf den anderen ein bisschen an, gerade. Mit 10 Anhatten. Was sagst du? Ich kauf den anderen mit 10 Anhatten. Das ist jetzt nicht viel, aber. Ja, will ich jetzt eh auch dann. Ich weiß nur nicht, wo meine Dorfbewohner sind. Ich habe 12 untätige Dorfbewohner und ich habe keine Ahnung, wo. Wenn mir das Spiel das nicht zentrieren lässt. Auch nicht mit dem Beistrich halt. Die Militäreinheiten funktionieren. Yes, sir. West to Hala. I can end on Gadrian. Here I thought for. Eat your sayer. Yes, sir. Ah, du bist auch in der Mitte von der Insel. Leoda, sir. Ich komm auch rüber. Das ist ganz schlecht. Of each of that.
Each a worker. Ich schreibe mich kurz das so an. Ich weiß halt nicht wo. Ich kann dir legitim nicht sagen, wo meine. Oder der wollte mein Ding springen. Okay, ich muss meine Schiffe zurückziehen. Nein. Was denn? Ein Transportschiff. Okay. Ich komme runter mit Schiffen auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufs Wasser jetzt auch gehen, ja. Ich bin eh viel auf Wasser, aber ich habe halt alle meine Einheiten oben. Ich bin nicht so viel auf Wasser. Du hast da noch Soldaten. Achso, die bauen ab. Sorry, haben nicht gesehen. Na, passt schon. So, ich gehe jetzt da ganz viel aufs Wasser. Ich schau, dass ich. Ich werde halt in der Mitte denen ein paar Bogenschützen, ein paar Einheiten und so. Was ich halt noch kann mit meinen Bogenschützen. Ich habe wohl urwenig Wirtschaft irgendwie. Ich habe nur 71 Wirtschaft aktuell mehr. Ich habe halt urviel verloren und dann habe ich halt vernachlässigt zu produzieren. Okay, der hat hier scheinbar ein Dorfzentrum. Ja. Ja. Sogar mehrere. Da links ist auch da noch eins. Jetzt mal ein bisschen bei ihm in den Hafen angreifen. To work.
Eat your worker. Yaru to work. Eat your worker. Fair and on. Gongende at Acreham. Yaru to work. Alex, wenn du da auf die Insel kommst mit Einheiten. Yes, sir. West to Hala. Ishu Gadri. Yes, sir. Where's the holler? Yes, sir. Where's the holler? Ah, du bist auf der falschen Insel. Na, da war ich schon die ganze Zeit. Ah, okay. Die Bahn hatten. Versucht die ganze Zeit mit Sprengschiffbooten, der Havara. Hast du Einheiten mit? Nein. Garu, Vada! Yes, sir. Where's the Hala? Pay attention, Flex. Yaru to work. Das Problem ist, ich habe gar keine Bodeneinheiten, weil ich habe eine komplette Schiffsflotte. Ja, komm schon. Ich bin am Ozean. Ach, dann nur noch. Nein, nein, schon okay. Soll ich dir bei dem, wo du gerade bist, helfen kommen einmal? Ja, der wird jetzt meine Rahmenbürger zerstören, aber den habe ich schon ein bisschen was weggenommen. Ich habe den da oben auch viel weggenommen. Wie schaut's bei dir aus, Norbert? Ich
bin glaube ich da, ich bin so weit, dass ich aufpasst fast wieder. Ich gehe davon aus, dass weil wir halt jetzt die komplette Wirtschaft von denen zerstören, dass die halt bei Norbert gar nichts mehr machen. Ich find's auch lustig, die versuchen mit Rambocken immer wieder die Schiffe anzugreifen. So, ich fahr jetzt darüber. Er baut gerade ein Weltwunder scheinbar am Wasser, der eine Rote. Aber das ist egal, wenn's am Wasser ist, dann hol ich das nämlich so schnell weg. Ja, Bada. Aber das ist mir egal, das Weltwunder hole ich mir dann. Es sollte halt, ich denke, es sollte halt wie letztes Mal immer nur einer von uns voll auf Schiffe gehen, zum Beispiel. Ich bin eh nicht voll, ich habe nur 3 Schiffe, was ihr zum Verteidigen meiner Transport. Ah, okay. Gut, jetzt brauche ich nur auf der Aninsel, wo ich anlegen kann. Und dann fahren wir drüber. Oh, der hat aufgegeben, der eine Rote. Ja, wir haben alles zerstört. Glaube ich gar nicht. Ich nur die Wahrzeichen zerstört. So, ja, muss nur mal anlegen mit Mannen. Dann baue ich mich da ein bisschen hoch. Mit Ramböcke und dann. Ja, ich schicke gerade alle meine Stiefel hin. Also, ich baue mal einen Rambock, mehr kann ich noch nicht. Ich komm gleich wieder. Na ja, aber bitte in der Schlacht geht er. Genau. Fahnenflucht. Guck da hin, Alter. Jetzt verpasst das Ende, oder? What has sir? Arms to the deck! Itchium Gungan! Abuga, Strelbore. Onstiria, Strelbore. Strelbore, Bereth.
Saithe. That shule beo timbran. Surfaithe. Pachende wudu. What surfaithe? Ich geh jetzt mal seinen Hafen auslöschen, weil er baut die ganzen Sprengboote, oder? Da ist ein Wahrzeichen. What has, sir? Ja, genau, aber er hat es in die Ritterzeit geschafft. Ist schon Zeit geworden. Iki. He fucking chi. Oh, nicht so gut. Wie gesagt, ich habe das eine Mal überhaupt nicht mitbekommen, dass der mich geradet hat, oder? Der hat meine komplette Wirtschaft zerstört gehabt. Vielleicht sieht man das in der Zeitlinie. Warte mal. Anzahl aller Dorfbewohner, wo bin ich denn da? Ja, da hat er angegriffen und, ich habe das nicht mitbekommen. Erst als er alles zerstört hat, habe ich gesehen, dass er mich geradet hat, oder? Weil schon bis zu dem einen, wo er angefangen hat, meine Dorfbewohner zu töten, da waren wir eigentlich ziemlich gleich auf. Also, weißt du, was ich meine? Und dann hat er meine Dorfbewohner gekillt und ich hab das gar nicht mitbekommen, oder? Und dann bist du runtergerasselt dadurch. Ja, genau. Wie gesagt, ich hab's nicht mitbekommen. Ja, geht auf jeden Fall besser noch. Jo. Na gut, für mich war's das aber heute. Alex, was? Was? Mhm. Okidoki. Na gut, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt auf jeden Fall wieder ein nächster Age of Empires 4 Stream. Also macht Alex, du hast ein neues Spiel gesucht. Ciao, Baba.